Und da bin ich wieder. Willkommen zurück in der komplexen und verwirrenden Contamination. Aber hier ist ja zumindest schon mal nur ein Schalter drin. Der den Zwischenblock ausgelöst hat. Das heißt, da können wir jetzt rüberspringen. Das ist schon mal gut. Und mehr ist hier hoffentlich nicht, weil das würde mich alles nur zusätzlich und unnötigerweise verwirren. Gut, dann haben wir die Fallluke geöffnet und noch eine Tür. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo die andere Tür war. Verdammt, wo war die Tür? Ich überlege so lange, währenddem wir hier hochgehen. Weil es hat sich einmal diese Bodenluke geöffnet, die weiß ich, wo sie ist. Und es hat sich eine Tür geöffnet noch. Oh Gott, jetzt muss ich in den grauen Zellen kramen. Naja. Ach, die hier. Jetzt, wo ich das hier sehe, weiß ich es wieder. Also springen wir erstmal hier rüber. In diese Tür. So. Level B. Wahrscheinlich können wir hier die B öffnen. Ich glaube, wir haben jetzt diese Tür Nummer B geöffnet. Sieht man das von hier? Ja, B ist offen. Yay! Wir haben es mal was zu was gebracht in diesem Level. Klasse. Gehen wir wieder nach oben. Weil ich möchte erst diese andere Luke mir angucken, was sich da getan hat. Immer erstmal schön eins nach dem anderen. Weil das ist mir alles viel zu viel auf einmal. Diese komische Stelle mit dem grünen Unterwassergegend, die so verbuggt ist. Dann diese Luke, die sich geöffnet hat. Die Tür Nummer B, die wir gerade geöffnet haben. Ist mir irgendwie alles zu durcheinander. Und dann gibt es noch diese Stelle, die wir auch gerade freigemacht haben mit diesen vier Schaltern. Wo ist dieser Typ? So, das hat jetzt zwar ein paar Schuss gebraucht, aber das ist mir egal. Ich habe nämlich die Nase langsam voll. Von diesem Level hier, von den Gegnern hier, von allem hier. Okay, immer mit der Ruhe. Erstmal schön hier wieder zurück. In diese schöne Luke. So. Und dann haben wir da auch schon mal Klarheit. Weil zu viele offene Stellen, die machen mich irgendwie durcheinander. Man muss sich nämlich alles merken. Und das ist nicht so einfach. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wo mich das wieder hinführt. Und es ist ja nicht so, dass es da noch so eine Tür A, C und D gibt, ne? Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Aber was soll mir das denn jetzt bitteschön sagen? Aha. Okay. Irgendwie haben wir, glaube ich, was richtig gemacht. Ob das jetzt noch Erinnerung von damals war oder jetzt Zufall, dass ich da drauf gekommen bin, den abzuknallen. Das weiß ich jetzt nicht, aber es hat auf jeden Fall geklappt. Und wahrscheinlich wäre man gestorben, wenn man das vor Ort gemacht hätte und durch den Schacht ist uns nichts passiert. Das kann ich mir vorstellen. Und er hat nämlich was uns hinterlassen. Und da fällt mir ein, wir haben zusätzlicherweise noch eine Karte. Und zwar die General Access Card. Nein, die meine ich nicht. Aber wir haben die Nuclear Fuel. Und hatten wir nicht auch noch so eine andere rote Karte aufgehoben? Wo ist die denn eigentlich hin? Auf jeden Fall haben wir hier ein neues Fuse. Das ist ja schon mal gut. Aber da war doch noch so eine rote Karte, oder nicht? Die haben wir doch aufgehoben. Aber irgendwie haben wir die nicht mehr.
Das Level, das macht mich fix und fertig. Ich bin echt überfordert mit diesem Level. Aber mein Gott, irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich weiß jetzt nicht, wo die Karte hin ist, die wir damals aufgehoben haben, aber irgendwo wird sie sein. Oder vielleicht hat das auch nur was bewirkt, dass das mit diesen... No, Lara, jetzt greift dich immer fest. Danke. Aber ich weiß gar nicht mehr mittlerweile, was ich überhaupt noch glauben soll. Auf jeden Fall war das jetzt... Doch. Gehen wir halt hier nochmal. Obwohl, das war jetzt... Das war jetzt gerade überflüssig. Ich wollte eigentlich nur hier zurück. Und jetzt gehen wir mal in B. Mal gucken. Wie kommt man überhaupt da rein? Das ist jetzt schon mal wieder die nächste Frage. Aber ich glaube, wir sollten ja erstmal hochklettern. Ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Höhe. Und irgendwie muss man doch dann in die Tür B kommen. Kommt man da überhaupt so hin? Schon wieder die nächste Frage, die ich mir hier stelle. Weil das ist ja alles auf der anderen Seite. Höchstens von dieser Leiter, aber wie kommt man da nochmal hin? Wir springen jetzt gerade mal hier rüber. So, irgendwie muss man da ja hinkommen. Hier drauf. Und das ist jetzt nicht mein Ernst. Na egal. Egal. Weil ich will nämlich eigentlich auf das... Ja, ich sehe selber ein, dass das jetzt total unnötig war. Weil wir gerade von hierher gekommen sind. Aber scheiß drauf. Ich wollte nämlich probieren, von hier da reinzuspringen. Anders kommt man da auch gar nicht hin. Aber ich habe die Befürchtung, dass das von hier auch nicht klappt. Das heißt, wir sind hiermit erstmal so gut wie fertig. Eieiei, das ist mir echt alles ein bisschen viel hier. Gehen wir erstmal... Ja, wir können ja erstmal hier drüben weitermachen. Bevor wir hier drin weitermachen, in diesem komischen grünen Wasser, gucke ich jetzt lieber nochmal hier. Hä? Ach so. Okay. Davon darf man sich wohl nicht einschüchtern lassen. Ach, jetzt hat's geklappt, oder was? Okay. Ist doch alles ein Witz. Hier ist auf jeden Fall auch noch eine Tür und hier auch. Und die öffnet sich wahrscheinlich nach verschiedenen Türcodes. Einmal 180, einmal 360. Was das damit auf sich hat, weiß ich nicht. Ich drücke jetzt mal die 360. Hat sich da was getan? Nö, aber wir sind schon mal nicht angefackelt. Das ist schon mal gut. Machen wir mal hier die 180. Ob sich da was tut. Das war auch schon mal gut. Wir sind nicht angebrannt. Aber die Türen sind immer noch zu. Probieren wir mal die 270. Immer noch gut. Wir brennen nicht. Aber die Türen sind immer noch nicht offen. Und dann probieren wir mal die 90. Und da hat sich jetzt bestimmt immer noch nichts getan. 180 und 360. Okay. Wahrscheinlich die 180 alleine. Achso. Machen wir das mal alles rückgängig hier. Und lass mal nur die 180 stehen. Mal gucken, ob dann die 180 aufgeht. Nö. Dann probieren wir mal, um auf die 360 zu kommen, die Summe aus 90 und 270. Aber ich glaube, das hat alles überhaupt nichts zu sagen. Jetzt habe ich was gehört. Aber ich habe doch gerade so eine Tür gehört. Oder ist sie dann wieder zugegangen? Dass ich das Zugehen gehört habe. Also mache ich das jetzt nochmal zurück. Nö. Ach Leute, was soll denn das hier alles? Was denn da überhaupt drin? Das ist die D. Und hier ist...
Ah. Und wie kriegt man das auf? Da gibt es doch bestimmt welche Codes hier. Zwei äußersten vielleicht. Ich habe keinen Plan, was mir das sagen soll. Dann lassen wir das erstmal, weil ich bin hier echt gerade überfragt. Wir haben ja noch die wunderschöne Stelle mit dem komischen grünen Wasser. Und die gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Vielleicht gibt es da den nächsten Hinweis oder geht's weiter. Mal gucken. Gehen wir da einfach nochmal rein. Überwinden wir uns, diese nette Stelle uns nochmal genauer anzuschauen. Obwohl die wahrscheinlich nicht mein Freund wird, das kann ich euch gleich sagen. Speichern wir mal alles zwischen. Und guck mal, ob das uns hier vielleicht weiterbringt. Waffe ausrüsten geht hier wirklich nicht? Nein. Gut, Lara sagt no. Dann geht das nicht. Okay, und dann da drin war aber ein Typ, den können wir ja nicht abschießen, weil Lara nimmt keine Waffen unter Wasser. Aber die Harpune da... Nein. Das ist ja auch, glaube ich, eher eine Armbrust und die geht ja unter Wasser auch nicht. Gucken wir erstmal hier. Kann man hier hoch? Nein. Hier ist aber so ein Typ, der schießt uns ab. Da möchte ich jetzt nicht drauf treten, weil da sterben wir bestimmt. Und was ist das hier? Auf jeden Fall ist hier, glaube ich, ein Luftloch. Das ist gut. Weil da kann man bestimmt mal Luft holen. Guckt mal, das hat geklappt. Das finde ich gut. Okay, dann sind wir doch schon mal einen kleinen Schritt weiter. Kann man hier drüber... hoch? Nö, aber man kann von hier, glaube ich, auf den Wasserfall drauf. Wenn man das richtig angeht. Probieren wir es mal. Stellen wir uns mal ein bisschen hier vorne hin. Und machen dann so einen kleinen Kurvensprung da drauf. Mal gucken, ob das... Das müsste eigentlich gehen. So, Lara technisch gesehen... müsste das gehen. Das ist aber noch ein Stückchen niedriger hier. Probieren wir es mal auf dieser Seite. Irgendwie werden wir doch da hochkommen. Ach doch, das geht mit einem... mit einer Rampe, sehe ich gerade. Aber das ist irgendwie tricky, da hochzukommen. Nein, ist es nicht. Mach's komplizierter, als es ist. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Schön Wasserfall hoch. Ja, und da kommt gleich der nächste Wasserfall. Aber den brauchen wir nur so benutzen und da hoch. Jawohl. Gut. Okay. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Hier ist auf jeden Fall ein Schalter, den drücken wir mal. Aha. Ach, da können wir den bestimmt abschießen. Und der hat bestimmt was für uns. Okay. Ja. Kann man, glaube ich, mitarbeiten. Und was passiert, wenn man hier hochläuft? Hä? Ach so. Okay. Verstehe. Das bringt uns hier nichts. Hier ist Unterwasserblut, aber woran liegt das wohl? Schießen wir erstmal den ab. So. Und der hat schon wieder so ein Fuse. Aber ich weiß noch gar nicht. Wahrscheinlich müssen wir in jeder Säule so ein Ding einsetzen. Zwei blaue und zwei gelbe. In A, B, C und D. Soweit bin ich jetzt schon. Aber wie kommt man da am besten hin?
Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, jetzt nochmal außenrum watscheln, weil es so viel Spaß macht. Und dann dürfen wir uns in der nächsten Folge mit diesem grünen Wasser-Gegentier erst nochmal weiter beschäftigen, weil das scheint ja durchaus irgendwie Sinn zu machen. Dann finden wir wahrscheinlich den vierten blauen Fuse und dann müssen wir nur noch sehen, wie wir in diese Kapseln reinkommen und wie wir die da drin einsetzen. Das wird nämlich der nächste Spaß. Und damit in Verbindung hängt ja dieses blöde Schalterrätsel, was ich auch noch nicht geblickt habe. Naja, warten wir es mal ab. Das, genau. Und da würde ich sagen, speichern wir hier vorab und sehen uns da in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.